Also die Lage schildert sich so beim Eintreffen von uns, dass ein Doppeldeckerbus in Vollbrand bereits komplett geräumt war. Wir haben alle Personen, die aus dem Bus herauskommen sind, jetzt gesammelt, registriert, zum Teil schon in die Kliniken abtransportiert. Hier handelt es sich in der Regel um leicht bis mittelschwer Verletzte. Insgesamt haben wir in dem betroffenen Bus 59 Schüler, zum Teil dürften es auch hier Erwachsene gewesen sein. Im anderen Bus waren es im Prinzip 46, davon drei Erwachsene und 43 Schüler, die allerdings Gott sei Dank unverletzt sind und nur eigentlich betroffen in dem Sinne. Ob die Feuerwehr noch bereit ist, immer von weiter sind alarmiert worden. Da sind ausreichend wasserführende Fahrzeuge vorhanden, sodass also Löschwasser an der Einsatzstelle nicht knapp war und die Löscharbeiten sofort beginnen konnte. Ich kann zur Brandausbruch und Brandursache jetzt noch nichts sagen, das müssen dann Sachverständige übernehmen. Okay.